In diesem Video wollen wir nochmal einen etwas genaueren Blick werfen auf dieses kleine g hier. Und dieses kleine g, das können ja in Physikbüchern natürlich unterschiedlich gegeben werden. Also manche können einfach nur sagen, ja, g ist eine Vektorgröße, deswegen mache ich da einen Pfeil drüber. Und die hat einfach den Wert 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Und negativ soll uns einfach nur sagen, dass es halt die Richtung hat nach unten. Okay, ist in Ordnung, würden die meisten womit übereinstimmen. Oder man könnte auch sagen, oder in den Physikbüchern könnte auch stehen, dass g 9,81 Meter pro Quadratsekunde ist, und zwar in Richtung des Erdmittelpunkts. Okay, würden wahrscheinlich auch die meisten konform mitgehen. Jetzt kann man die Sachen aber auch definitiv unterschiedlich interpretieren, auch wenn die sich jetzt irgendwie ziemlich ähnlich sehen. Und die Variante, wie die meisten wahrscheinlich immer an g denken, ist, dass g ist einfach die Fallbeschleunigung. Oder wenn wir das jetzt allgemeiner ausdrücken, und das schreibe ich mal hin, das wäre nämlich so die erste Möglichkeit, die wir uns angucken könnten, ist, dass g ist die durchschnittliche Beschleunigung, die aufgrund von der Gravitation eben auf ein Objekt wirkt, das sich im freien Fall befindet und in der Nähe der Erdoberfläche. Also wenn ich das nochmal hinschreibe, das soll also sein die durchschnittliche, ich kürze mal ein bisschen ab, damit wir nicht so viel Zeit mit Schreiben verbringen, also das soll die durchschnittliche Beschleunigung sein, die durchschnittliche Beschleunigung aufgrund der Gravitation, die auf ein, schauen wir lieber, die auf ein Objekt wirkt, oder eine, schauen wir lieber, eines Objekts. Durchschnittliche Beschleunigung aufgrund der Gravitation eines Objekts im freien Fall, und das ist wichtig, das gucken wir uns nämlich gleich noch ein bisschen genauer an, im freien Fall in der Nähe der Erdoberfläche. Oberfläche. So, viel Text, aber ich denke, ist eine ziemlich allgemeingültige oder zumindest allgemein verständliche Definition von klein g. Und das hier wollen wir uns nochmal ein bisschen genauer angucken. Also wenn wir das wirklich komplett nur so definieren würden, g, dann hat g ja scheinbar nur was mit Objekten zu tun, die sich im freien Fall befinden. Okay, das lassen wir erstmal so stehen. Jetzt können wir mal überlegen, mir würden ja ziemlich viele Objekte einfallen, die sich eben gerade nicht im freien Fall befinden. Also typisches Beispiel wäre zum Beispiel ich jetzt gerade. Ich sitze jetzt gerade zu Hause hier bei mir im Stuhl und ich kann euch versichern, ich befinde mich gerade nicht im freien Fall. Also wenn wir uns das mal, ich zeichne mal die Situation hier hin. Also wenn wir jetzt hier links, das ist mein Stuhl. Das ist mein Stuhl, so, der soll natürlich nicht kippeln, also sind die Beine gleich lang. So, und ich sitze jetzt hier in diesem Stuhl drin. Also, das bin ich. Und wir gehen mal der Einfachheit halber davon aus, dass meine Beine nicht den Boden berühren, dass also meine komplette Masse auf dem Stuhl sitzt. Und ich freue mich natürlich, weil ich hier gerade das Video aufnehmen kann. Und wir wissen ja schon, dass auf mich eine Kraft ausgeübt wird, die wir Gravitationskraft nennen, die mich auf jeden Fall in Richtung des Erdmittelpunkts ziehen würde. Und die Kraft nennen wir jetzt einfach mal F mit so einem kleinen g unten dran. Und wir wissen ja auch, also ich beschleunige mich ja nicht. Das heißt, es muss ja eine Kraft geben, die der Gravitationskraft entgegenwirkt. Und viel wichtiger noch, die muss auf jeden Fall auch genauso groß sein. Also, und die Kraft nennen wir ja die Normalkraft von dem Stuhl. Also, der Stuhl wirkt ja hier auch eine Kraft auf mich aus. Und die haben wir ja immer Normalkraft genannt. Und das hat ja im Endeffekt eigentlich nur dazu geführt, dass, wenn ich diese beiden Kräfte addieren würde, dann wäre die Gesamtkraft dieses Systems, also F, und unten schreibe ich mal Gesamt dran, wäre ja einfach nur 0. Was dazu führt, wenn die Gesamtkraft auf ein System, also dieses System besteht jetzt einfach nur aus mir und einem Stuhl halt, kein großes System also, wenn die Gesamtkraft 0 ist, dann beschleunige ich mich nicht. Das heißt, ich muss dann im Umkehrschluss also eine konstante Geschwindigkeit haben. Und würde ich behaupten, die habe ich auch, und zwar eine konstante Geschwindigkeit von 0. Weil ich bewege mich ja überhaupt nicht eigentlich, also zumindest nicht nach oben und unten und nach links und rechts eigentlich auch nicht. Kurios dabei ist jetzt eigentlich nur, wenn wir uns dieses Fg hier angucken, wenn wir wissen ja, wie wir die Gravitationskraft berechnen können. Die berechnen wir ja mit m mal g. So, aber g, haben wir ja gerade gesagt, hat irgendwas mit Objekten im freien Fall zu tun und irgendwie bin ich ja hier gerade nicht im freien Fall. Das heißt, g scheint ja auch eine Rolle zu spielen für Objekte, die sich nicht im freien Fall befinden. Und das ist nämlich genau die zweite Möglichkeit, wie man g sehen kann, und zwar die, ich würde mal sagen, die etwas allgemeinere, vielleicht auch wenn man sie einmal richtig verstanden hat, vielleicht auch die Beschreibung von g ist, die ein bisschen näher an der Realität dran ist.
G stellt nämlich, das habe ich glaube ich sogar in manchen Videos schon mal erwähnt, G stellt nämlich einfach das Gravitationsfeld der Erde dar. Das Gravitationsfeld der Erde in der Nähe der Erdoberfläche natürlich. In der Nähe der Erdoberfläche. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal kurz drüber nachdenken, was ist denn eigentlich ein Feld im physikalischen Sinne der Erde in der Nähe der Erdoberfläche. Oberfläche. So, also jetzt ist erstmal die wichtige Frage, was ist denn mit Feld überhaupt gemeint? Im mathematischen Sinne wäre das nochmal ein bisschen was anderes, aber im physikalischen, denke ich, ist es relativ einfach zu erklären. Ein Feld ist einfach ein Ding oder ein Etwas, das einem Punkt im Raum einen Wert zuweist. Also ein Feld bedeutet einfach nur, dass es einen Wert gibt für jeden Punkt im Raum. Wert für jeden Punkt im Raum. Also das ist natürlich wieder ziemlich technisch gesprochen. Gucken wir uns mal ein kleines Beispiel an. Ich denke, das ist nicht so kompliziert. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt mal die Erdoberfläche und auf der Erdoberfläche gibt es halt hier irgendwo irgendein Objekt. Und wir gehen mal davon aus, der Einfachheit halber, dass das jetzt wirklich ein Punkt ist. Also das hier ist eine Punktmasse, so würde ich das jetzt nennen, weil dieser Punkt hat einfach eine Masse von 10 Kilogramm. So, und wir wissen ja nun schon, dass, ich mache es mal mit der gleichen Farbe, wenn hier der Erdmittelpunkt ist, ist nicht ganz maßstabsgetreu gezeichnet, wenn hier der Erdmittelpunkt wäre, dann würde natürlich das Objekt angezogen werden. Und zwar so, mit der Gravitationskraft, und die berechnen wir ja mit m mal g. M mal g. Und, na gut, wir können das eigentlich auch mal eben ausrechnen. Dann haben wir halt eben genau diesen Wert mal für diesen Punkt hier. Wenn wir das ausrechnen, sind das ja 10 Kilogramm. 10 Kilogramm mal 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Ich habe jetzt mal die positive Variante genommen von G, weil wir mit dem Pfeil hier schon angezeigt haben, in welche Richtung das denn gehen soll. Wenn du jetzt das Minus nehmen würdest, wäre es natürlich auch nicht falsch gewesen. Und wenn wir das ausrechnen, dann sind das ja gleich 98,1 Kilogramm. Machen wir es lieber so rum, Kilogramm Meter pro Quadratsekunde, und das ist ja das gleiche wie 98,1 Newton, weil Newton ja die Einheit der Kraft ist. So, das Gravitationsfeld ist also, haben wir ja gesagt, soll ja eine Definition für das kleine g sein, und dann kann man das ja auch so sehen, wenn m mal g gleich f ist, dann könnten wir ja jetzt durch m teilen. Das heißt, das Gravitationsfeld ist einfach dieses Etwas sozusagen, das dem Gravitationsfeld einen Wert zuweist, der sich berechnen lässt mit, oder der dem Punkt einen Wert zuweist, der sich berechnen lässt mit Kraft durch, schauen wir es hier auf Deutsch gleich hin, mit Kraft je Masseeinheit. Wobei die Kraft hier natürlich dann wirklich nur die Gravitationskraft ist. Das soll einfach nur heißen, dass wenn ich dir eine Masse gebe, dann kannst du mir sagen, welche Kraft auf es wirkt, weil du halt den Wert von diesem Gravitationsfeld kennst, das halt auf diese Masse, das zusammen mit dieser Masse halt eben diese Gravitationskraft ergibt. Ja, das klingt wahrscheinlich erstmal für den Anfang ein bisschen kompliziert, aber ich denke, zur Not kannst du dir das Video nochmal angucken. Das ist relativ technisch gesprochen, aber es ist eine ziemlich genaue Darstellung davon, was klein g eigentlich sein soll. Und diese Definition hier unten ist halt einfach allgemeingültiger, weil sie ja durchaus auch ob die Objekte mit einschließt, die sich eben nicht im freien Fall befinden. Und wie gesagt, wir haben ja schon gesehen, es gibt durchaus wesentlich mehr Objekte, die sich nicht im freien Fall befinden, als Objekte, die sich im freien Fall befinden. Was ja irgendwo auch sinnvoll ist, weil wenn sich irgendetwas im freien Fall befindet, dann wird es das ja nicht ewig tun. Also irgendwann wird es ja irgendwo aufschlagen oder generell einfach irgendwie zum Stillstand gekommen sein. Und dann ist es ja wieder ein Objekt, das eben nicht im freien Fall ist. Also, nochmal zusammengefasst, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man klein g sehen kann. Einmal einfach nur als Fallbeschleunigung, das wäre der grüne Punkt. Da haben wir allerdings das kleine Problem, dass es nur Objekte im freien Fall betreffen würde, was nicht hundertprozentig stimmt, weil G auf jeden Fall ja auch dann eine Rolle spielt, wenn sich ein Objekt nicht im freien Fall befindet. Deswegen haben wir gesagt, man kann G auch sehen als das Gravitationsfeld der Erde in der Nähe der Erdoberfläche, was einfach nur dazu führt, dass halt einfach jedem Punkt im Raum, jedem Punkt im Raum
ein spezieller Wert zugewiesen wird. Und das ist halt dieses kleine G. Also der Wert von dem Gravitationsfeld ist theoretisch in jedem Punkt gleich.